Das Die da oben Video klingt interessant, aber erstmal will ich mir das Two Board Guys angucken. Die Wahrheit über die Lidl-Flasche. Die Wahrheit über die Lidl-Flasche. Ich weiß nicht, welche Wahrheit es über eine Lidl-Flasche geben kann, aber wir werden es erfahren. Denke ich. In kürzester Zeit. Sagt man eigentlich, man sagt schon Lidl und nicht Lidl, ne? Ist ein langes I. Für die Frage werde ich auch schon gekreuzigt jetzt. Kann ja sein, ne? Gemacht mit den drei Grundfarben. Warte mal, was? Warte mal, was ist das? Lidl ist für vieles bekannt. Warte mal, Unsympathisch TV hat ein Lidl-Placement? Neben Aldi, der größte Discounter Deutschlands, der Slogan Lidl lohnt sich, hier und da mal ein kleiner Fleischskandal. Nach 21 Uhr versammeln sich Jugendliche deutschlandweit auf den Parkplätzen zum Saufen. Seit neuestem ist Lidl aber auch innovativ und nachhaltig. Mehr als 100 Millionen Euro hat der Konzern laut eigenen Angaben in ihr neues grünes Produkt. Warte mal, es gibt... Ich wusste, dass es Lidl-Socken gibt, aber die haben ja eine ganze Modekollektion investiert. In eine Einwegplastikflasche? Es ist aber nicht irgendeine Plastikflasche, sie ist revolutionär. Die Kreislaufflasche. Die soll richtig super sein, sogar viel besser als gängige Mehrwegflaschen aus PET oder Glas. Die Werbetrommel wird ordentlich gerührt. Es gibt Anzeigen in Zeitungen und im Internet. Außerdem gibt es einen teuren Werbespot mit niemand geringerem. Günther Jauch? Bruder, erst die Sache mit dem Krombacher und dem Urwald und jetzt die Lidl-Flasche. Als Günther Jauch. Lidl sagt, das hier sei eine der ökologischsten Flaschen. Alter, immer wenn der Mainstream davon überzeugt werden muss, dass irgendwas tatsächlich gut ist, dann muss Günther Jauch dazu eine Werbung machen. Also wenn Krombacher den Urwald rettet, sagt Günther Jauch, ja, ist gut. Und wenn Lidl recycelt, sagt Günther Jauch, ist auch gut. Ausgerechnet die hier, eine Einweg-Plastikflasche. Dazu gibt es eine Website mit sleekem Design und... Ich trage jetzt gerade die Lidl-Balelatschen. Links Lee und rechts Dill. Sehr stylisch. Also ich muss jetzt mal ganz kurz was machen. Ne? In einer Welt... Warte mal. In einer Welt, in der... Instagram dazu verleitet, dass rechts und links Leute zuhauf vorgeben, dass sie super reich sind, flexen die Leute mit dem Normalverbraucher-Merch von Lidl? Das ist ja eine verrückte Welt. Das ist ja wirklich eine verrückte Welt. Ich wusste das echt nicht. Ich muss ehrlich sagen, aber das liegt halt auch in Digga. In der Schweiz siehst du halt einfach Leute mit Balenciaga, Louis Vuitton, ne? Allen möglichen Scheiß, Porsche, rechts, links, Digga. Aber nicht mit Lidl. Also hier, das ist, den bodenständigen Hasen wirst du da nicht sehen. Mit dem Lidl-Merch, Digga. Etlichen habe ich zumindest noch nicht. Infos, Statistiken und einer Studie zur Kreislaufflasche. Greenpeace und ein paar weitere Umweltverbände riechen Greenwashing. Jauch wird von den Medien wie die Sau durchs Dorf getrieben. Die Umwelthilfe und Lidl liefern sich einen hochnotpeinlichen Rechtsstreit. Auf YouTube wird der Werbespot weggedisliked. Was hat es also mit der sieht man ja eh nicht. Kreislaufflasche auf sich? Ist die wirklich so gut oder schlecht? Ist Mehrweg doch nicht die Lösung oder doch? 2BG hat sich den Fall für euch mal genauer angeschaut. Wir sind viel zu tief in das Flaschengame eingetaucht und... Digga, was sind denn diese Lidl-Werbespots? Die Resultate sind überraschend. Einige würden sagen, schockierend. Macht euch bereit für eine gehörige Portion Cringe und mehr über Wasserflaschen zu lernen, als ihr euch jemals erträumt habt. Ja, dann kommen wir jetzt zur 3-Euro-Frage. Wer ist schuld an der Lidl-Werbung für die besteste Plastikflasche aller Zeiten? Die besteste, ja. Ist es A, Yogi... Oh Gott, Alter. KI hat uns einfach... Löw, B, Julian Nagelsmann, C, Mesut Özil oder D, Dosenbratwurst. Dosenbratwurst. Dann nehme ich den for 20 Joker. Moneyboy? Okay, dann nehme ich Antwort E, Günther Jauch. Sie haben wieder recht.
Also das ist die schlechteste die schlechteste Parodie von einem Günther Jauch Wer wird Millionär Sendung, die ich je gesehen habe. Also wirklich die schlechteste. Man hat ja dazu alles schon gesehen, der Song und die Sounds und so, Alter. Digga. Beim Kampf gegen den Klimawandel können auch Industrien abseits von Plastik, Öl und Gas ihren Beitrag leisten. WeTel ist zum Beispiel ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter. WeTel vermeidet, soweit es geht, CO2-Emissionen im eigenen Unternehmen. Gemeinsam. Also müssen wir, ich mach mal ein Statement. Ne? Ich verstehe das vollkommen. Ist geil, grüne Partner zu haben. Ne? Aber das Ding ist, in 2023 sollte jedes verschissenes Unternehmen da draußen einen grünen Anstrich haben. Einfach, weil es sich auch gut verkauft. Und das Problem ist, ich kann nicht mehr unterscheiden, welche Firma nachhaltig gut ist oder nachhaltig Greenwashing. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich finde es sass, wenn Firmen mit dem nachhaltigen Aspekt Werbung machen. Ich finde es nass. Sass. So. Weil irgendwie sagt mir das, ja gut, jede Firma hat irgendwo einen nachhaltigen Aspekt. Aber ist das jetzt ein Verkaufsargument, dass es da auch nachhaltig ist? Entschuldigung. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Ich bin wirklich nachhaltigkeitsverdrossen. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann nicht mehr sagen, was gute Nachhaltigkeit ist, was Greenwashing-Nachhaltigkeit ist. Ich weiß das fast nicht mehr. Ne? Ich weiß das einfach nicht mehr. Ich kann das nicht sagen, Digga. Mit Naturstrom Ecosia und der GLS Bank baut WeTel seit 2020 deutschlandweit Solaranlagen, um die Energiewende voranzubringen. Ein weiterer strategischer Partner sind die Bürgerwerke, die... Keiner nass. Hey, ihr wisst doch, ich hab mich versprochen, Digga, jetzt macht nicht diesen hier. Kennt ihr ja schon von Simply. WeTel ist in sogenanntem Verantwortungseigentum. Das bedeutet, dass alles, was WeTel tut, für immer dem Gemeinwohl dienen muss. Das Unternehmen gehört sich quasi selbst und ist so strukturiert, dass es nicht von Großinvestoren übernommen werden kann und keine dicken Boni oder Dividenden ausgezahlt werden können. Okay, das klingt cool. WeTel nutzt das D-Netz von Vodafone. Die Abdeckung ist also so gut, wie sie in Deutschland halt sein kann. Mit dem Code 2BG gibt es 25 Euro Startguthaben für dich. Oder WeTel investiert 40 Euro in Solarenergie. Mit nur wenigen Klicks könnt ihr euren Handytarif nachhaltiger machen. WeTel kann euch bei der Kündigung und Rufnummermitnahme unterstützen. Also das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Außer als sie Vodafone gesagt haben. Dann muss jeder sofort gesagt, nee Digga, auf keinen Fall. Wir persönlich finden das Konzept von WeTel sehr nice. Kapitel 1. Günther und die Flaschen. Wenn wir Deutschen einem Promi vertrauen, dann ist es Günther Jauch, Fernsehpapa Deutschlands. Es ist deshalb auch kein Wunder, dass Lidl ihn auserwählt hat, um uns die neue Öko-Sensation gegen Plastikmüll und hohe Emissionen vorzustellen. Die Kreislaufflasche ist nämlich nicht Günthers erste Kampagne für mehr Umweltschutz mit coolem Kooperationspartner. Das Markenbotschafter-Game für Getränke hat G. Jauch quasi erfunden. Krombacher, da ist er! Wissen Sie, was hier gerade feuchtfröhlich gefeiert wird? Na klar, eine Krombacher Regenwaldparty. Für jeden verkauften Kasten Krombacher. Oh mein Gott, das war so eine epische Meme-Basis. Fließt ja eine Spende in die Regenwaldstiftung des WWF, um einen Quadratmeter Regenwald in Afrika nachhaltig zu schützen. Ja. Ist das eigentlich mal... ist das so gewesen? I don't know. Hat man mit Krombacher Kastenvernichtung den Regenwald gerettet? Da zählt natürlich jeder Tropfen. Saufen! Die Kampagne wird damals als Saufen für den Regenwald bekannt. Oh Gott. Aber die Lidl-Kampagne ist ja vielleicht anders. Die Versprechen und Vorteile sind auf den ersten Blick auch ziemlich klar. Lidls Kreislaufflasche habe eine bessere Ökobilanz als Mehrwegflaschen, weil komplett aus recyceltem Material und kein neues Plastik hinzugefügt. Hä? Außerdem leichter und besser transportierbar. Aber wie soll das denn funktionieren? Kann das funktionieren? Die Flaschen werden doch mit Pfand zurückgegeben. Dann müsste man die ja sortieren. Not bad, not bad. Wie soll das gehen? Bad. Bis heute galt eigentlich, dass Mehrwegflaschen die Nachhaltigkeitskings deutscher Pfandsysteme waren. Genau.
Mehrwegflaschen können wiederbefüllt werden. Man spart also Energie und Material bei der Herstellung. Genau, die werden ausgewaschen und dann irgendwie in 3-4 Zyklen werden die halt... Die Glasflaschen sind beständiger und können bis zu 50 Mal aufgefüllt werden. Entsprechend. Ah ja, 50 Mal. Plastikflaschen nur so 25 Mal. Dafür sind sie aber leichter als Glas, was vor allem bei längeren Transportwegen etwas besser für die Umwelt ist. Und jetzt soll diese Einwegflasche von Lidl es besser können? Um Deutschland von diesem Angriff auf den Kasten Gerold Steiner zu überzeugen, erklärt uns Günther, wie die Kreislaufflasche im Detail funktioniert. Ich habe für Sie das ganze System dahinter mal anschaulich gemacht. Also zunächst wird die gebrauchte Einwegflasche klein gepresst und dann zur Recyclinganlage transportiert. Man spart beim Transport CO2, weil man mehr kleingepresste Flaschen in einen LKW bekommt als Mehrwegflaschen. Okay. Dann werden die Flaschen zu Flakes geschreddert, eingeschmolzen und zu solchen Mini-Flaschen verarbeitet. Aber das ist doch alles wie der ganz normale Einwegprozess bis jetzt. Ja, da habe ich auch gestaunt. Das ist gerade mal 14 cm hoch und nur 26 Gramm schwer. Aber trotzdem passen da 1,5 Liter Wasser rein. Okay, das klappt natürlich nicht. Boah, okay. In diesem Video wird euch leider aus allen Richtungen sehr viel peinlicher Shit begegnen. Wir haben dafür ein System entwickelt, um jedes Mal Alarm zu schlagen. Warte mal, Cringe-Alarm? Schmeißen Sie den Cringe weg! Runter mit dem Cringe oder ich schieße! Leg den Cringe weg! Cringe-Alarm! Die kleinen Flaschen werden dann platzsparend in regionale Abfüllanlagen gebracht, aufgeblasen, befüllt und anschließend in die deutschlandweiten Lidl-Filialen transportiert. Jauch ist sichtlich überzeugt. Ist das nicht ein richtig gutes System für die Umwelt? Hä? Das ist der ganz normale Einwegprozess. What the fuck? Das ist doch der normale Einwegprozess bis jetzt, oder nicht? Die Flasche wird gedrückt, zu einer Schredderei gemacht und dann wird das in Flakes gemacht, eingeschmolzen, wieder zur Einwegflasche gemacht und wieder weggefahren. Hä? Das ist doch nicht neu. Kein Neuplastik. Viel weniger CO2-Verbrauch beim Transport. Kein Neuplastik? Sass. Sass, Digga. Das klingt nach Sass. Weniger Müll und günstig für Sie als Verbraucher ist es auch noch. Und hä? Nein. Okay. Schon ein bisschen wack, wie Günther betont, dass ein System für Wasserflaschen ein richtig gutes System für die Umwelt sein soll. Alter, wir haben Pfand schon seit ewigen Zeiten. Und dass die Kampagne aus Liebe zur Natur heißt. Egal ob Mehrweg oder Einweg, in Deutschland und den meisten europäischen Ländern ist Leitungswasser trinkbar und das ist mit Abstand das Beste für die Umwelt. Aber hey, lass... Alter, der Sodamax wirklich, ne? Aus dem Hahn... In die Bubbles, feuerfrei, Digga. Lassen wir das mal außen vor und schauen uns die Kreislaufflasche etwas genauer an. Kreislauf hört sich ja erstmal an wie ein geschlossenes System. Flasche rein, Flasche raus, die ewige Flasche. Ah, das stimmt aber nicht so ganz. Aus 100% Flasche wird in der Regel nicht 100% neue Flasche, sondern so 95%. Das heißt, mehr Flaschen musst du reinschmeißen in diesen Prozess, als am Ende wieder rauskommen. Das ist Jacqueline Göbel, Journalistin mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Umwelt und Co-Autorin des Buches Die Plastiksucht. Und ja, in diesem 2BG kommen plötzlich Experten vor. Wir fühlen uns auch nicht wohl damit. Hier ein Clip von Prinz Robert. Aber zurück zu... Was? Zur Flaschenthematik. Materialverluste sind grundsätzlich kein Lidl-spezifisches Problem. Das ist bei Kreislaufwirtschaft immer so, dass sie im Recyclingprozess Verluste haben. Das ist Professor Klaus. Er lehrt Verpackungstechnik an der Berliner Hochschule für Technik. Mit den eigenen Daten zu diesen Materialverlusten geht Lidl nicht ganz so offensiv um, wie die Kampagne vielleicht suggeriert. Es könnte sein, dass durch diesen Recyclingprozess durchaus Mikroplastik entsteht. Und das wissen wir nicht. Und ich hatte ein Interview mit Lidl und ich habe nachgefragt, weil ich dachte, ist doch cool, ihr wollt transparent sein. Ihr habt ja eigene Recyclinganlagen, also ihr kennt diese Zahlen. Sagt doch mal, wie viel ist es denn? Keine Antwort. Wie groß dieser Materialverlust ist und warum Mikroplastik nicht untersucht wurde, haben wir Lidl ebenfalls gefragt, aber leider keine konkrete Antwort erhalten. Uff. Fest steht allerdings, dass die Kreislaufflasche nicht nur recycelbar ist, sie besteht zu 100% aus recyceltem Plastik. Das nennen Leute vom Fach Rezyklat. Also dass diese Flasche aus Rezyklat ist, ist erstmal nicht schlecht. Das ist nicht nur nicht schlecht, sondern sogar ziemlich nice. Ein großes Problem bei der Flaschenherstellung ist, dass viel zu viel Neuplastik genutzt wird. Das Problem haben diese Lidl-Flaschen jetzt nicht mehr.
Wegen dem Rezyklatanteil oder dem potenziell hohen Materialverlust ist der Aufschrei auch gar nicht so groß. Lidls Angriff aufs geliebte Mehrwegsystem wird deutlich hitziger diskutiert. Also, ich kann auch nicht ganz verstehen, wo der verbesserte Ansatzpunkt ist. Ich bin bei all den Sachen, die ich jetzt gehört habe, bin ich davon ausgegangen, dass das eh der Standard ist in der Einweg-Lifecycle. So, dass Einwegflaschen werden geschreddert, da fällt ein bisschen was runter, dann wird neu Plastik hinzugemischt, dann wird eine neue Einwegflasche draus gemacht. Warum? Wo ist denn jetzt der Punkt, der besonders ökologischer ist? Denn dieser Prozess war mir ja geläufig. Der verbesserte Ansatz ist kein Neuplastik. Okay. Also, ist Lidls Wunderwaffe wirklich nachhaltiger als Mehrwegflaschen? Let's find out! Kapitel 2: Flasche kassiert. Kritik. Lidl hat eine Studie beim Institut für Energie- und Umweltforschung, kurz EFOI, in Auftrag gegeben. Das EFOI ist legit. Der Studie kann man also trotz Lidl Cash Vertrauen schenken. Die Ergebnisse werden in dem Werbespot hochmodern und innovativ präsentiert. Das EFOI-Institut hat errechnet, dass die Kreislaufflasche mindestens 20% CO2 gegenüber den untersuchten PET-Mehrweg einspart. Mehrweg also. Marktüblichen Glas-Mehrwegflaschen wird der CO2-Ausstoß sogar fast halbiert. Eine Forscherin mit gelber Beanie, Science halbiert? Jumpsuit und Tablet vor drei riesigen Matrix-Screens. Das klingt sass, Digga. Du kannst den im CO2-Vergleich eine um die Hälfte ökologischer agieren als Mehrweg durch die Inklusion von Rezyklat, recycelter Plastik, das klingt sehr sass. Also bei der Sache würde ich sagen, okay, das könnte man eventuell sagen, aber wieso ist es denn hier so viel? Cringe-Alarm. Oh Gott. Der Cringe-Alarm ist aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Mein Cringe-Alarm finde ich aber besser. So oder so, wir haben uns die Studie nochmal genauer angeschaut. Man findet sie ganz unten auf der Website. Und da stehen ziemlich viele interessante Sachen drin, für die Lidl ordentlich kritisiert wurde. Zum einen stammen die Zahlen der 0,7 Liter Glas-Mehrwegflasche und der 1 Liter PET-Mehrwegflasche aus 2008 und 2010. Die Vergleichsdaten sind also mehr als 10 Jahre alt. Uff. Für die Studie wurden die Zahlen aber aktualisiert und angepasst. Laut Umweltverbänden wie der Deutschen Umwelthilfe seien die Daten aber trotzdem zu alt, um aussagekräftige Schlüsse ziehen zu können. Uff. Andere kritisieren, beim Lidl-System sei alles sehr optimiert. Und dagegen wird gestellt ein durchschnittliches Mehrwegsystem. Da gibt es welche, die gut abschneiden, weil sie aus der Region sind und hohe Umlaufzahlen haben. Und da gibt es halt auch welche, die schlechter abschneiden, weil sie über weite Transportentfernungen transportiert werden, weil sie vielleicht schwerere Flaschen haben und weil da natürlich der gesamte Handel betrachtet wird. Klar, hier wird ein hochoptimiertes System mit einem durchschnittlichen Mehrwegsystem verglichen. Der Vergleich kann laut Professor Klaus im Fall von Lidl aber auch Sinn machen. Im Endeffekt ist das ja die Kaufentscheidung. Ne? Wenn Sie jetzt entscheiden sollen, ne, dann heißt es ja, entweder ich gehe zu Lidl und kaufe mir das Lidl-Wasser oder ich gehe im Supermarkt und kaufe mir irgendein Wasser. Für dieses Szenario ist auch die Studie angelegt. Aber was, wenn man die ökologischste Flasche koppen will? Dann würde es ja schon Sinn machen, das beste Mehrwegsystem mit dem neuen Lidl-System zu vergleichen. So leicht ist es aber nicht. Aktuelle Daten für optimierte Mehrwegsysteme gibt es nämlich unserer Recherche nach nicht. Okay. Auch weil solche Studien sehr teuer und aufwendig sind. Es wäre schön, wenn es dort auf beiden Seiten die besten und die aktuellsten Zahlen haben, aber man muss auch in das nehmen, was verfügbar ist. Diesen Vergleich kann man Lidl also nicht wirklich übel nehmen. Kotschek und viele andere Experten sind sich dennoch sicher, wenn das Mehrwegsystem optimiert werden würde, dann gehe ich davon aus, bei einem optimierten Mehrwegsystem, dass das besser abschneidet als ein optimiertes Einwegsystem. Einer der größten Kritikpunkte ist, okay, dass hier unterschiedliche Flaschengrößen miteinander verglichen werden und dadurch das Bild verzerrt werden würde. Lidl nimmt diese Flasche hier, diese 1,5 Liter Flasche, und nimmt auch diese 0,5 Liter Flasche und vergleicht die mit den Mehrwegflaschen. Und die Mehrwegglasflasche oder auch die Mehrweg-PET-Flasche ist ja gar nicht so groß. Die ist ja normalerweise nur 0,75 groß. Das heißt, da ist schon mal ein Ungleichgewicht, weil du vergleichst irgendwie eine Flasche, die das Doppelte fasst, mit einer, die das Halbe fasst. Deshalb werden die CO2-Emissionen auf 1000 Liter hochgerechnet, um die Flaschen vergleichbar zu machen.
Für 1000 Liter Wasser braucht man logischerweise mehr als doppelt so viele 0,7 Liter Glas-Mehrwegflaschen wie 1,5 Liter Kreislaufflaschen. Die Mehrwegflasche braucht dann doppelt so viele Verschlüsse und Etiketten. Und die haben einen großen Einfluss auf die Ökobilanz. Größere Flaschen sind grundsätzlich ökologischer als kleinere. In der Studie selbst steht sogar, dass die Größe der Flasche eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt und bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte. Davon hört man in der Werbung nichts. Eine Kreislaufflasche hat... Das ist halt auch immer das Problem. Sobald du anfängst, ökologische Vorteile und Nachhaltigkeit zu promoten, ich habe das vorhin erklärt, für mich ist das in 2023 ist das immer... Es ist cool, dass du was machst, aber kapitalorientierte Unternehmen sind nun mal in der Realität keine gemeinnützigen Umweltschützer. Das ist nicht das, was sie machen. Wenn sie sich aber so verkaufen, dann wirkt das für mich immer, wirkt das nach all diesen Jahren, von, in denen wir das gesehen haben, einfach merkwürdig. Es wirkt einfach merkwürdig für mich. Lidl in ihrem Spot sogar komplett vergessen. In der Studie findet man nämlich noch eine 0,5 Liter Kreislaufflasche, die auch getestet wurde. Die ist aber nicht so revolutionär und hat eine ähnliche Ökobilanz wie die 0,7 Liter Mehrweg-Glasflasche und eine deutlich schlechtere als die 1 Liter PET-Mehrwegflasche. Das alles wird aus dem Lidl-Spot jetzt nicht ganz so deutlich. Da fragt sich Günther schließlich nur, warum das nicht alle so ökologisch hinkriegen? Aber bei Lidl sind 1,5... Sollte der Cringe-Alarm nicht davor kommen und nicht danach? Also der Alarm macht doch mehr Sinn, wenn man weiß, ah, jetzt kommt der Cringe und nicht, oh Gott, war das Cringe. 5 Liter nun mal die Norm und im deutschen Mehrwegsystem 0,7 Liter Glas und 1 Liter PET. Es gibt keine relevanten, größeren Flaschen. Hier hat die Lidl-Flasche im direkten Wettbewerb einfach einen Vorteil. Also, ist Lidls Kampagne für die Kreislaufflasche nur Greenwashing? Haben die Verbände mit ihrer harten Kritik recht? Kapitel 3. Flasche schlägt zurück. Lidl und Günther Jauch haben die Kreislaufflasche teilweise definitiv vereinfacht erklärt. Ist das nicht ein richtig gutes System für die Umwelt? Ich trage hier zum Beispiel gerade 8 Kästen Wasser. Machen Sie mir das im richtigen Leben mal nach. Überlegen Sie beim nächsten Mal doch einfach, welche Flasche Sie kaufen. Denn der Unterschied liegt wie immer im Detail. Man braucht dafür definitiv mehr Kraft, als ich habe. In der Werbung wirkt es ab und zu so, als könnte man Recycling-Systeme ohne Probleme miteinander vergleichen. Aber das, und das können wir nach dieser ganzen elendigen Recherche definitiv sagen, nicht der Fall. Okay. Lidl hat mehrere 100 Millionen Euro in die Optimierung ihres Einwegflaschensystems investiert. Kritiker befürchten, dass Lidl so Argumente gegen eine verpflichtende Mehrwegquote sammeln will. Darüber kann man allerdings nur spekulieren. Wenn ihr das nächste Mal bei Lidl seid, die Kreislaufflasche kann man schon mit gutem Gewissen koppen. Sie steht aber überhaupt nicht repräsentativ für Einwegflaschen. Die sind prinzipiell immer noch scheiße. Lidls Kreislaufsystem funktioniert in Lidls Infrastruktur ausgezeichnet und schon heute in großem Stil. Also grundsätzlich sind wir offen für die umweltfreundlichste Lösung, aber sie muss natürlich auch möglich sein für alle. Also das System muss skalierbar sein. Laut Kocik könne das Lidl-System aber nicht flächendeckend eingesetzt werden. Viele Unternehmen hätten es deutlich einfacher, an einem ausgebauten Mehrwegsystem teilzunehmen. Wir waren überrascht davon, wie marode und träge das existierende deutsche Mehrwegsystem teilweise ist. Also wir hatten in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, ständig sinkende Mehrweganteile. Das macht es für die Mehrwegabfüller ganz schwer, da rein zu investieren und ihre Systeme zu optimieren. Du kannst natürlich auch in Mehrweg noch vieles besser machen. Du kannst die Flaschen leichter machen, du kannst versuchen, sie noch öfter wieder zu benutzen, du kannst versuchen, die Transportdistanzen zu verringern. Beim Waschen und Füllen könnte mehr Energie gespart werden. Flaschen könnten vielleicht größer werden. Deutschland ist mega stolz auf Mehrweg, ein System, in dem sich aber seit mehr als einem Jahrzehnt scheinbar nur sehr wenig tut. Lidl behauptet, sie wollten einfach mal die Diskussion anheizen. Bis jetzt hat das so, naja, geklappt. Der Discounter und die Deutsche Umwelthilfe haben rechtliche Schritte gegeneinander eingeleitet. Okay. Eigentlich wollten die vorher miteinander reden, aber haben gegenseitig die Einladungen des anderen abgelehnt.
Lol. Cringe-Alarm. Cringe. Oh Gott. Lidl sagt, die Deutsche Umwelthilfe würde die objektiv nachweisbaren Erfolge für mehr Klimaschutz diskreditieren. Die Deutsche Umwelthilfe geht gerichtlich gegen Lidls Vorwurf von Falschbehauptungen vor. Ah, tja. Ja, oft sind die Dinge nicht nur gut oder nur schlecht. Was denkt ihr, Gang? Alter, es ist viel, ey, Alter, es nervt mich richtig. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Trinkt viel Leitungswasser. Leitungswasser ist Champ. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Feiert gut. Champ. Und Case closed. Und alle Wege. Also ich... Habt ihr das noch? Ich stelle mal die Frage einfach in den Chat. Habt ihr noch Momente, wo ihr ein Produkt kauft, weil es maßgeblich in der Werbung als nachhaltig beworben wird? Habt ihr das noch? Das würde mich mal interessieren. Ne? Habt ihr solche, trefft ihr eine Entscheidung, eine Kaufentscheidung in eurer Wahrnehmung, weil ein Produkt als absolut nachhaltig beworben wird? Vereinzelte Ja's gibt es. Ja, Werbung kann ja alles sein. Einfach wenn da auf dem, weißt du, wenn du vor zwei Produkten stehst und beide Produkte haben eine Etikette und da auf der eine steht drauf, nachhaltig gefördert, bla 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 bla, und dann auf der anderen Seite eben nicht. Und dann fragt man sich, okay, wo greife ich rein? Sowas eher. Ne? Das ist ja auch schon Einfluss. Also am Anfang haben viele Nein gesagt, aber dann haben Leute umgeswitcht und die Entscheidung wird ja am Ende vorm Regal getroffen. Ne? Also dass alle Leute glauben, das ist nichts Neues, dass alle Leute glauben, sie sind Werbung, sie haben das absolute Werbungsschild. Ne? Also dass du so eine Werbungsschild hast und jedes Mal, wenn Werbung kommt, ha, davon werde ich nicht beeinflusst. Digga, das frisst sich in euren Verstand, ob ihr wollt oder nicht. Am Ende des Tages entscheidet sich der Einfluss, den das hatte, und die Tatsache, wie es präsentiert ist, vorm Regal. Also, wie ihr euch entscheidet, ist gar nicht so einfach. Also, Beeinflussung ist schon krass. Das passiert mir ja auch. Also, ich habe das auch. Ich sage hundertprozentig, Werbung beeinflusst durch mich des Todes. Und ich merke das aber erst, wenn ich eine Kaufentscheidung treffe. Ne? Das merke ich erst dann. Vorher würde ich auch sitzen und sagen, ha, Werbung kann mir gar nichts, Digga. Das Problem ist nur, da jetzt alle Firmen irgendwie das Marketinginstrument der Nachhaltigkeit benutzen, was ja alle tun, gefühlt. Ich meine, fucking Shell. Fucking Shell macht Werbung in Form von Nachhaltigkeit. Ja, ja, genau. Der fossile Brennstoff-Megastar Shell macht Werbung mit fucking Nachhaltigkeit. Also in einer Welt, in der Werbung mit Nachhaltigkeit so übermäßig omnipräsent ist, kann der Konsument denn dann noch eine Entscheidung treffen, eine relevante Entscheidung, weil Dinge A nachhaltiger sind als Dinge B. Es ist so für mich, es ist nicht mehr durchschaubar. Ich kann das nicht mehr durchschauen. Ich, for real, ne? Ich mach mal einen kleinen transparenten Einbrecher, ne? Ich habe ja aktuell eine Holzkernpartnerschaft übrigens, wunderschöne Uhr. Die Vitamo ist übrigens ausverkauft. Nachdem ich das Giveaway gemacht habe, ist ausverkauft. Ich weiß nicht, ob sie schon wieder in Stock ist, aber ich mache mal ein komplett ehrliches Feedback. Ne? Wir gehen ja hier offen miteinander um. Holzkern ist auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey Stay, wir haben ja auch so ein Segment, das so ein bisschen die Nachhaltigkeit unserer Produkte zeigt. Und ich habe mir das durchgelesen und ich fand das auch alles cool, so alte Hölzer, nichts, was neu gerodet wird, sondern eher so Produkte, die aus Recycling entstehen und die halt eine schöne Qualität haben, finde ich mega geil. Aber als die gefragt haben, ob ich das mit im Rahmen der Aktivierung mit aufnehmen will, habe ich es abgelehnt. Also in der Werbung, die ich hier für Holzkern mache, ne, kommt das nicht vor. Weil ich nicht glaube, dass das noch ein Alleinstellungsmerkmal von Unternehmen ist, sondern mein Anspruch ist, dass das Unternehmen einfach machen. Meine Erwartungshaltung an ein Unternehmen in 2023 ist, dass die verstehen, dass die was in ihrem
eigenen Ablauf für nachhaltig machen müssen, Nachhaltigkeit machen müssen. Und da klatsche ich nicht mehr in die Hände und sage, oh, das ist ja krass, sondern das ist für mich das Mindeste. Das ist keine Voraussetzung mehr, die mir sagt, deswegen ist das Unternehmen mega geil, sondern das ist einfach nur, ja, ihr macht das so, wie das hoffentlich auch alle anderen machen. It's the bare fucking minimum. So, alle Unternehmen sollten sich Gedanken darüber machen, woher Ressourcen kommen. Alle Unternehmen sollten sich darüber Gedanken machen, wie sie das verbessern können. Das ist mein Ansatz. Deswegen hatte ich dann ein Gespräch und ich habe ihm gesagt, hey, voll cool, könnt ihr machen, geil, aber nicht bei mir. Ich habe kein Interesse daran, das durchzuziehen. Und so wurde das halt auch kommuniziert und das wissen die auch, dass ich die Nachhaltigkeitsaspekte acknowledge, das cool finde, aber das nicht im Rahmen einer Werbung mehr geil finde oder das irgendwie promoten würde. Das ist einfach nicht mehr relevant. Relevant für mich, weil ich davon ausgehe, dass jede Firma das eh tut. Ne? So, I don't understand. So. Ich sehe das nicht mehr. Und so ist das vielleicht auch für euch. Ne? Also, dass ihr dass die Erwartungshaltung, eine Kaufentscheidung zu treffen, weil etwas extrem nachhaltig ist, immer mehr an Relevanz verliert, weil ja jeder von sich sagt, dass er nachhaltig ist. Und ich glaube, worauf wir jetzt uns verlassen sollten, ist, dass klargestellt wird, was denn wirklich nachhaltig ist und was nicht. Deswegen sind Unternehmen ist es wichtig, dass Unternehmen von unabhängigen Vereinen diesbezüglich auch mal aufs Prüfbrett gestellt werden und gesagt wird, ey, das ist vielleicht gar nicht so, wie er sagt, oder das ist vielleicht gar nicht so extrem, wie ihr wollt, ne? Denn es muss ja irgendwie eine Kontrolle geben, die mir auch als Konsument oder als Kunde das Gefühl gibt, ey, das sind nicht nur leere Worte und grüne Hintergründe, sondern da wird auch tatsächlich was gemacht. So. Naja. Aber das sind meine Two Cents und ich wollte einfach mal einen Eindruck geben, wie das im Umgang mit Partnern von mir jetzt in der kürzeren Vergangenheit ist und ich selber auch so ein bisschen meine Betrachtungsweise verändert habe. Wer sich an den Start meiner Display-Partnerschaft erinnern kann von damals, also das ist jetzt 5 Jahre her, der kann sich erinnern, dass ich am Anfang, weil das für mich vollkommen neu war, immer eher damit ins Gespräch gegangen bin, zu sagen, ey, guck mal, die machen auch was, die pflanzen auch Bäume und nachweislich und so ein Scheiß, ne? Aber das hat sich halt auch verändert. Das würde ich heute auch nicht mehr machen, weil es einfach zu viele dieser Herangehensweisen gibt. Und dass es sich einfach zu omnipräsent darstellt. Das kannst du also meiner Ansicht nach ist es in 2023 für mich und für meine Bubble, in der ich so ein bisschen peripher existiere, nicht mehr so relevant, ob ein Unternehmen sich als sehr nachhaltige Superstar darstellt. Weil das machen irgendwie sehr viele. Bei manchen ist es wahr, bei anderen nicht. Aber wenn das Produkt gut ist und beides irgendwie stattfindet, dann überzeugt mich eher das Produkt als die Nachhaltigkeit. Weil ich ein bisschen übersättigt bin, ne? Ich bin eher übersättigt. Ich würde mir wünschen, dass es ein europäisches Megasiegel gäbe. Ne? Dass dieses Ultra-Bio-Siegel, einfach, dass jeder kennt, worauf man sich verlassen kann. Und sobald dieses Siegel auf etwas drauf ist, ne, dieses 100%-Siegel, weiß man, aha, dieser Standard wird also gehalten. Aber das gibt ja so unterschiedliche Siegel. Fucking Firmen fangen an, sich Siegel auszudenken. Eigene Zertifikate, das eigene Bio-Logo wird irgendwo drauf gemacht, damit man sagen kann, ja, ich bin ja auch Bio. Es ist halt alles nicht so einfach und ich bin halt auch, ich wüsste nicht mal, tatsächlich muss ich eingestehen, wenn es so ein Siegel gäbe, wüsste ich nicht mal, wie es aussieht. Also es gibt zu viele Siegel, Alter. Das muss auch aufhören, diese eigene Verifizierung von, also wir sagen laut unseren Standards mit unserer eigenen Öko-Abteilung, dass wir ziemlich nachhaltig sind, während wir Motoröl ins Meer kippen. Shell. Ne? Shell. Fucking Shell. Unglaublich.